Hallo, herzlich willkommen bei Crypto TV. Heute begeben wir uns mal auf den Wegen der Ruhe, der Stille, der Einsamkeit. Was meine ich damit? Groß umschrieben, das Sterben unserer Kaufleute, unserer Geschäftsleute, der kleinen und mittelständischen Betriebe. Wir befinden uns jetzt hier in der Getreidegasse. Habe einmal mit dem Backstore eröffnet, sodass man mal sieht, wie viele Geschäfte eigentlich schon wirklich auch da in dieser Straße geschlossen haben. Okay, beim nächsten schalte ich gleich wieder hinzu. Ja, da haben wir den nächsten Laden zur Mitte. Da kann sich wohl auch schon wieder nicht mehr diese Miete hier leisten. Ja, wir die Corona-Jünger, wie man uns gerne nennt, ja. Blöder Begriff, sage ich gleich mal vorweg. Also, haben sie ja schon prophezeit gehabt, dass die Teuerungswelle mitschwappen wird. Nicht nur, weil zu den Corona-Zeiten in den 3 Jahren keiner da mehr rein konnte. Und da schon sehr viel Geld verloren haben, um ein Geschäft zu erhalten. Ja, haben wir jetzt die Teuerungswelle hinzubekommen und das hat einer natürlich dann den schlussendlichen Knickschuss gegeben. Ja, früher geschlossen wegen, sie durften keine Kunden haben, jetzt sind sie vollends geschlossen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können mit dieser Teuerung, gell? Tja, ja. Schaut einmal da. Das sind auch so Geschäfte, wo dieses Händlerschild abmontiert wurde. Die Getreidegasse ist ja berühmt für ihre ganz berühmten Händlerschilder. Und wenn das Geschäft nicht mehr läuft, schließt man einfach und schaut entweder, dass man wo ein billigeres Geschäftslokal findet, in einer nicht so guten Lage. Aber naja, wer nicht hören will, muss fühlen. Und wie viele Kaufleute, Geschäftsleute haben sie damals bei uns auf den Demonstrationen mitbewegt? Beinahe null. Und das ist jetzt das Karma, das ihr tragen müsst. Ihr kleinen Mittel und ja, kleinen Betriebe. Ja, 70% reduziert. Tja, warum könnte das wohl sein? Muss ich euch da eine kleine Denkhilfe noch geben? Oder begreift man das jetzt schon? Ich weiß es ja nicht. Vielleicht könnt ihr mir erst einmal helfen. Ja. Weitere Rabatte. Tja. Kacke gelaufen für euch, kleinen Betriebler, gell? Scheißwirren. Auch hier sind die Auslagefenster verdunkelt, abgedunkelt. Das Firmenlogo wurde hier auch schon entfernt. Ja, dieser Laden hat schon länger zu. Auch wieder eines der vielen Opfer, gell? Oder was haben wir denn da? Auch ziemlich leer geräumt, ne? Auch hier wurden die Schaufensterauslagen mit einem Rollo zur Einsicht so dargestellt, dass da wohl nichts mehr zum Kaufen gibt. Kacke gelaufen, das ist gleich gegenüber von dem Laden, was ich vorher gesagt habe. Tja, 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 tja. Czy takie to by było?